Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge unseres Let's Play X4. Ja, ich bin zurück in profitabler Handel und habe jetzt mal diese Position, wo ich meine, dass es eventuell was sein könnte, habe ich aktiviert oder beziehungsweise ja, ins Auge gefasst. Was ich jetzt machen werde, ist aufstehen. Autopilot ausgeschaltet. Hallo auch. Elite Angreifer. So, und du kriegst jetzt den Auftrag, hier zu erkunden. Wieso fliegst du jetzt in die falsche Richtung? Ich weiß nicht, warum da immer noch irgendwelche alten Befehle stehen. Die hat jetzt übernommen, also gilt es ab jetzt und nicht irgendwas, was sie vorher als Auftrag hatte. Es kann nicht angehen, dass die dann sonst wie weit zurückfliegen muss. Das ist doch Schwachsinn. Wie schon erwähnt, zweifle ich irgendwie so ein bisschen an mir selber, dass ich hier nichts finde. Wenn es heißt, ganz klipp und klar, an diesen 6 Punkten sind fest Schiffe. Warum sind die jetzt nicht da, wenn ich das Spiel spiele? Warum findet die mein Kapitän nicht? Warum finde ich die nicht? Hat das was bei mir mit dem Gucken zu tun, dass ich nicht gucken kann? Oder hat das was damit zu tun, dass ich zu blöd bin für das Spiel? Oder keine Ahnung. Ich weiß, ich brauche ein paar Schiffe. Ich muss einen Teil davon, kann ich hinterher weiter nutzen. Einen Teil davon muss ich verkaufen, um an das Geld zu kommen, um die Station weiterzubauen. Weil an der Station brauche ich dann Miner und so weiter und muss dann im Grunde anfangen, Geld zu verdienen. Und das geht halt gut, wenn man ein oder mehrere von den Schiffen verkauft. Dann kann man die Station zu Ende bauen, kann die eigenen Schiffe aufrüsten und so weiter und so fort. Ja, und selbst wenn ich jetzt nur 4 finden würde, aber das, was man im Internet findet, scheint ja demnach irgendwie veraltet zu sein, die Informationen. Bleibst du jetzt stehen oder was hast du vor hier?
Das Schiff hier zu finden ist wohl nicht ganz leicht, weil es klein ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, das eben war schon etwas Größeres. Das etwas Größere habe ich nicht gefunden. Wie soll ich dann jetzt das etwas Kleinere finden? Na, denn das hier oben, das sind alles Asteroiden, das sind keine Schiffe. Das ist auch kein Schiff. Wir sind fast an der Stelle. So wie ich mir das hier aufgemalt habe, ist das hier der Bereich, wo das sein müsste. Was ist das da? Asteroid. Asteroid. Und das scheint auch nur ein Asteroid zu sein. Asteroid. Asteroid. Dachte ich mir. Ach Mensch. Was ist das für ein Geräusch? Was war das? Gegner. Schon wieder. Autopilot eingeschaltet. Asteroid. Der ist schon wieder dran. Das bringt doch schon wieder nichts. Jedes Mal, wenn ich da in die Nähe komme, ist irgendein Gegner da und es funktioniert dann nichts mehr. Wie soll das funktionieren?
Das macht doch echt keinen Spaß. Eigenes System, wo ich meine eigene Station habe. Da habe ich Gegner rumfliegen, gegen die ich nicht ankomme. Das kann's doch echt nicht sein, ey. Wasserraffinerie. Stellt sich mir natürlich die Frage, würde es was bringen in dem Bereich, wo ich vermute, dass dieses Schiff ist, was ich suche? Oder eins der Schiffe ist, was ich suche. Dass ich da Satelliten aufstelle. In der Hoffnung, dass diese Satelliten mir dann die Schiffe anzeigen. Wieso fliegt der Autopilot jetzt vorbei? Was bringt das jetzt wieder? Autopilot ausgeschaltet. Sonnenkraftwerk, okay. Und was für ein... Also müsste ich es im Grunde hier einen Satelliten hinsetzen. Autopilot eingeschaltet. In der Hoffnung, dass dieser Gegner mittlerweile weg ist. Konstruktionsschiff. Das können wir gebrauchen, aber wir haben kein Geld. 17.000 Credits.
Autopilot ausgeschaltet. Warum? Bin ich schon da, wo ich hin wollte? Ich glaube nicht. Lange nicht. Ich wollte dahin. Autopilot eingeschaltet. Wenn hier ein Schiff wäre, müsste er es mir doch anzeigen. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Autopilot ausgeschaltet. So, jetzt schmeiße ich den Satelliten raus. Aufstellen. Satellit. So, hier ist nichts. Jetzt fliege ich mal von da nach da, genau hierher. Autopilot eingeschaltet. Kann ich ja wieder einsammeln hinterher, das ist ja kein Ding. Ich glaube, das mit dem Einsammeln, das kann ich sogar meinem Piloten sagen. Autopilot ausgeschaltet. So. Dann fliegen wir noch mal hierher. Autopilot. Eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. So. Und jetzt fliege ich hierher. Autopilot eingeschaltet. Hier irgendwas sein soll, dann muss ich es doch finden. Das gibt's doch gar nicht. Autopilot ausgeschaltet. So, auch hier ist nichts.
verstehe es nicht. Das ist schon die andere Seite, nee. Es ist definitiv auf dieser Seite, wo ich suchen muss. Autopilot eingeschaltet. Wenn hier ein herrenloses Schiff wäre, müsste es mir angezeigt werden. Alles andere ist einfach nur schwachsinnig. Autopilot ausgeschaltet. So, jetzt habe ich alle Satelliten aufgestellt. Und hier ist nichts. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. So, jetzt mache ich das anders. Hallo. Erstmal alle Befehle weg. So, und jetzt fliegst du dahin. Nein, du. Sammelst den wieder ein. So, und in der Flugstrecke gucke ich ganz einfach. Elite, Angreifer. Gucke ich einfach mal, ob ich jetzt hier irgendwo was sehen kann. Aber das kann's doch echt nicht sein, oder? Blöd, dass ich jetzt keine Asteroiden oder was markieren kann, wenn der fliegt. Dann holen wir uns jetzt die Satelliten erstmal wieder. Fliegen immer noch. Ja. Da ist er. Schwupp. Ich denke mal, eingesammelt. Was ist das da? Ist auch ein Asteroid, oder?
Guck mal hier. Och, er springt jedes Mal aus dem Spiel raus, wenn ich jetzt hier irgendwo was anklicke, ey. Kann ich helfen? Auf Nein. Wiedersehen. Hier unten war nix. Zu weit weg, das ist eine Station. Asteroid. Asteroid. Wasserraffinerie. Sage ich doch. Komm, flieg du weiter. Ich will lieber gucken. Elite. Angreifer. Hier hinten sind wir schon. Was ist denn das hier? So, dann fliegen wir zu dem hin und sammeln das Ding ein. Und ich hoffe, dass ich jetzt was sehen kann. Das da unten ist ein Asteroid, ist kein Schiff. Tja, weiß ich nicht, ob das irgendwie aus einer älteren Version war, was ich da gesehen habe, oder ich bin ganz einfach wirklich zu blöd dafür. Aber in beiden Fällen macht es mir irgendwie keinen Spaß mehr, dieses Spiel zu spielen. Weil, ja, so der entscheidende Hinweis, wo ich was finde, was ich finde, der fehlt mir halt. Und das sind alles nur Asteroiden hier. Da ist nicht ein Schiff oder sonst irgendwas drin. Vor allen Dingen müsste man es dann ja sehen. Na, wenn hier ein Schiff wäre, das müsste sich doch schon längst in irgendeiner Form angezeigt bekommen haben. Und wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Dann gibt es da keine Schiffe.
So, aber wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wenn ihr mir irgendwie zur aktuellen Version Hinweise geben könntet, wo da diese Schiffe sind. Ich habe keine Ahnung, ich komme hier irgendwie nicht mehr weiter. Ich weiß, wir brauchen diese Schiffe ganz dringend, aber ja, wenn ich sie nicht finde, hat das wenig Sinn. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss.